Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte von Sternenhimmel. Dort gibt es ein Königreich. Der König ist gerade im Nachbarsland und führt sehr wichtigen Gesprächen. Der Herrscher dieses Landes unterstützt ihn. Es sind wichtige Termine, Verabredungen, Dokumente. Es handelt sich um eine rechtliche Lage und es wird gerade geklärt. Und die beiden, der Herrscher und der König, bringt das auch in Ordnung. Die Königin hat viel zu tun gehabt in vergangenen Tagen und sie vorbereitet jetzt eine Reise. Vorher trifft sie mit dem Hohen Rat und sie bekommt einen sehr guten Rat von Älteren und dieser Rat ist Gold wert und sorgt für Ordnung. Endlich kann die Königin entspannt auf die Reise gehen. Und morgen trifft mit dem König im Nachbarsland. Der Vollmond beleuchtet den Weg und zeigt die Richtung. Die Hindernisse werden jetzt aus dem Weg geräumt und kommt Heilung. Und jetzt bekommt ihr noch die astrologischen Informationen, weil das ist die Quelle meiner Erzählungen. Nach indischen Berechnung bewegt sich die Sonne in Zeichen Zwillinge, viele Gespräche, Kontakte. Mond befindet sich im Grenzbereich zwischen Skorpion und Schütze. Schütze steht auch zu einer Reise. Exakt um 9.31 Uhr ist Vollmond. Mond und Pluto bilden sich eine schöne Verbindung. Mars und Merkur, eine Konjunktion in Zeichen Zwillingen. Und diese Mars-Merkur-Konjunktion steht in einer Quinkungsverbindung zum einen rückläufigen Jupiter. Jupiter bildet sich ein Halbsextil zum einen rückläufigen Saturn. Jupiter ist auch rückläufig. Saturn ist rückläufig und bildet ein Sextil zum Neptun. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.